Ich war so eigentlich schon am Abschließen mit meinem Leben. Ich dachte wirklich, ich sterbe an einem Tag. Was hat der Polizist gesagt? Ja, das hat der Polizist gesagt. Der ist 3 Tage nicht aufgewacht. Mir ist neulich so aufgefallen, dass sehr viele Leute HHC, was so als eine legale THC-Alternative gilt, haten. Weil HHC sehr viel unerforschter ist als THC, kann ich die Skepsis natürlich verstehen, aber von meiner persönlichen Erfahrung her kommt mir HHC deutlich sanfter und schwächer als THC vor, weshalb ich darauf getippt hätte, dass die Nebenwirkungen vermutlich auf dem gleichen Level wie von THC sind. Aber wie sehr ist meine Erfahrung repräsentativ? Ich fing an, mir die Frage zu stellen, ob dieser ganze HHC-Hate eher davon kommt, dass es halt überwiegend synthetisch gewonnen wird und viele Cannabis-Fans eine Abneigung dagegen haben. Oder haben die Leute an eigenen Augen gesehen, wie das Zeug deutlich schlechter ist als Cannabis? Man muss dazu sagen, dass die meisten Leute auf meinen Post hin mir geschrieben haben, dass ihre Erfahrung auch so ähnlich war wie meine und dass es für sie ein leicht weniger potentes THC war. Aber es gab auch einige, die negative Stories ausgepackt haben. Doch eine Story war so viel krasser, dass ich dieser ein eigenes Video widmen wollte. Es gibt außerdem schon so viele Videos, wo Leute erzählen, wie sie auf Heroin, Ecstasy, Speed etc. abkacken. Aber so eine HHC-Abkack-Story gibt es halt noch nirgends. Einige von euch haben auch in letzter Zeit bemängelt, dass sich jüngst ein zu kleiner Teil meines Contents mit Drogengefahren beschäftigt, was ich hiermit versuche zu beheben. Ich habe den Dude, der mir geschrieben hat, zu mir eingeladen, damit er die Geschichte spannend vortragen kann. Weil die Geschichte auch mit Krankenhaus und Polizei endet, gibt es da auch Polizeidokumente, die zeigen, dass die Story wahr ist. Der damals 18-Jährige machte eine Sturmfreiparty, bei der die Gäste ein Blech mit HHC-Muffins konsumierten. Das Krasse an der Sache war allerdings, dass der Bäcker der Muffins ganze 10 Gramm pures HHC in die Muffins mischte. Im Internet steht, dass es ab 50 Milligramm schon ein starker Trip wird. 10 Gramm sind das 200-fache von 50 Milligramm. Da ist natürlich eine Eskalation vorprogrammiert, aber ab hier lasse ich ihn selbst erzählen. Also wir haben die Brownies gegessen, ich habe auch noch irgendwie Chicken Nuggets oder irgendeine Scheiße habe ich gemacht. Und dann sind wir halt zum Fernsehen gegangen, auf die Couch. Und ich habe Matrix angemacht, wir waren damit so 8 Leuten oder so, 9 Leute. Und ich war halt der Erste, ich habe so gemerkt, okay Digga, mir wird wärmer. Also ich habe immer höhere Temperatur gehabt und dann bin ich zuerst, ich bin dann ins Badezimmer gerannt und habe mich erstmal angefangen kalt zu duschen die ganze Zeit, aber die Temperatur stieg die ganze Zeit weiter an. Oh, also ich bin nicht, das Fieber ging halt nicht weg, es wurde immer schlimmer. Aber glaubst du warst wirklich warm oder glaubst du, es war irgendwie? Das war wirklich Fieber. Also war, ich hatte da Fieber, ich habe es halt nicht richtig gemessen, aber ich war dann komplett auch am Schwitzen und also ich habe mich wirklich eine längere Zeit geduscht, also ich war keine Ahnung. Locker mindestens 15, 20 Minuten unter der Dusche auf der kältesten Stufe und ich habe gemerkt, es ändert nichts. Also ich wurde immer, es war immer noch heiß, bin ich rausgegangen, habe mich abgetrocknet. Dann habe ich so in den Spiegel geschaut und es war halt wie so reinzoomen in so ein Fernglas. Hat die ganze Zeit so richtig abgehackt reingezoomt in mich rein und das hat mich komplett gefickt. Und dann bin ich halt nur bedeckt mit so einem Wäschetuch oder dahin gegangen. Und ich wollte so nach Hilfe fragen und bin umgekippt, lag dann auf dem Boden vor den anderen. Also mir ging es gar nicht gut. Und dann kam so ein Kollege zu mir, der hat halt gemeint so, yo, geh lieber in dein Zimmer. Da hat er mir hochgeholfen, hat mich hochgetragen in mein Zimmer. Und der hat sich dann halt um mich gesorgt. Und ich habe irgendwann angefangen zu weinen und zu schreien und hatte 100.000 Gedanken im Kopf. Und ich war so eigentlich schon am Abschließen mit meinem Leben. Ich dachte wirklich, ich sterbe an einem Tag. Holy shit. Ich war dann froh, dass ich morgens nochmal aufgewacht bin. Also nicht normal, aber im Vergleich zu dem Effekten, die ich da hatte. Kurzer Einschub, wir haben jetzt seit kurzem den Projektor 3000 Chill mit blauem Laser auf Lager. USB-C, Smartphone-Features, Lautsprecher, Musikmodus ist alles an Bord. Checkt das gerne mal ab. Rabattcode im angepinnten Kommentar, das supportet diesen Kabal. Ich bin aufgewacht, war immer noch irgendwie high. Ich hatte nicht diese krassen Rauscheffekte wie davor. Es war immer noch so ein bisschen alles komisch und paranoid, mir war schwindelig. Aber es ging eigentlich noch. Also ich konnte da gehen, ich konnte da nicht normal nachdenken. Aber ich habe dann gemerkt, als ich runtergegangen bin, alle Leute, also es ging jedem schlimm, alle lagen da rum. Also irgendwo. Am nächsten Tag? Ja, am nächsten Tag. Da war noch auch keiner im Krankenhaus. Holy shit, das ist erst danach alles passiert. Also das Krasse kommt ja noch. Oh. Also es,
Ich habe dann so gesehen, okay, da liegt ein Bré halb auf dem Trampolin und so halb auf dem Boden. Da habe ich ihm geholfen, habe den auf die Couch gelegt. Der andere musste die ganze auf Klo, aber hat sich hinbekommen aufzustehen. Habe ich ihn dann zur Toilette getragen. Dann als wir die Tür aufmachen wollten, war auf einmal ein Kopf von einem anderen dort. Die konnten nicht aufmachen. Dann habe ich ihn halt auf dem Balkon, hat er vom Balkon runter gepisst. Dann kam der rein, da hat er sich direkt hingelegt. Hat auch ein paar Stunden gepennt, also ich bin öfter zu denen gegangen, habe ihm Wasser gebracht, Essen gebracht und habe halt mit denen geredet, aber der wollte halt weiter schlafen. War ein Kollege, der ist draußen auf dem Balkon im Sitzen eingepennt. Der konnte nicht aufstehen, weil seine Beine gefroren waren. War ja Januar, also war sehr kalt. Den mussten wir dann zu zweit reintragen. Und der eine Kollege, der halt auf der Toilette war, den habe ich dann aufgeholfen. Ich habe den zur Toilette gebracht, das war auch der, der das dabei hatte. Ja. Aber der musste dann, der wollte halt vor die Toilette, hat versucht zu kotzen. Kam aber nicht wirklich viel raus, also so ein bisschen. Mhm. Habe ich noch einen Typ in der Badewanne gefunden. Dann der auf der Toilette war, der war noch am Anfang angesprechbar. Ich habe den Essen gebracht und so. Der hat ein bisschen was getrunken, aber der ging es halt immer schlechter. Und der hätte an dem Tag eigentlich in Urlaub fliegen sollen mit seiner Freundin oder den Tag darauf. Auf jeden Fall musste er nach Hause, es war wichtig. Mhm. Und das habe ich ihm auch gesagt. Ich habe dann mein Handy oder von irgendwem das Handy dann gehabt und habe einen Anruf bekommen. Ich glaube, das war mein Handy. Mhm. Und da war halt dann sein, nicht Stiefvater, aber von der Mutter, der Freund halt. Mhm. Der war halt da. Und dann habe ich ihn gefragt, so, yo, soll ich jetzt reinlassen oder wie? Weil der lag da so vor der Toilette, war so richtig abgefuckt, wollte eigentlich nicht wirklich viel mit mir reden. Mhm. Und der so, nee, lass die nicht rein, lass die nicht rein. Und dann war ich mir halt so nicht sicher. Bin ich irgendwann runter, hab den die Garage geöffnet, weil der wollte mit mir reden, der Freund von der Mutter. Mhm. Und dann hat er gesagt, nee, mir jetzt egal, ich geh durch. Dann war der oben und dann hat der Freund auf der Toilette nichts mehr gesagt. Der hat nicht mehr reagiert. Also der war da zwar so hängt auf der Toilette, aber er hat nichts mehr gesagt. Der hat keinen Mucks mehr gegeben. Vielleicht hat er auch Angst, weil er so, keine Ahnung. Ja. Aber auf jeden Fall war der dann nicht mehr ansprechbar. Der Vater meinte auch, dass da so ein bisschen Spucke hier bei ihm war, also so als würde er seufzen. Da wurde direkt ein Krankenwagen gerufen, wurde dann weggetragen ins Krankenhaus. Und dann habe ich mich halt um die ganzen anderen Leute gekümmert. Meine Freundin lag noch im Bett, da habe ich auch was zum Trinken und zum Essen gebracht. Mhm. Und bei ihr schien es halt so, als würde es ihr am besten gehen für mich selber, weil den anderen ging es halt nicht gut. Aber Die meinten so alle, nee, ich möchte nicht mit Krankenwagen. Ich habe auch alle einzeln gefragt, ob da irgendwer mitfahren will. Und jeder war so, nee, ich will da keinen Anschluss oder sonst irgendwas. Da meinte ich so, okay. Dann wurden halt die einzelnen Homies abgeholt von ihren Eltern und irgendwann war ich dann nur noch mit meiner Freundin zu Hause. Ihr ging es auf einmal immer schlechter und schlechter. Ach so, sehr krass. Das war schon über 24 Stunden oder so nach dem Konsum war das erst. Also das war nicht an dem Tag. An dem Tag haben die alle auch Bad Trips geschoben, also unnormal. Aber 24 Stunden danach war das erst. Okay, aber ihr habt auch nichts dazu gemischt oder habt ihr Alkohol dazu gemischt? Nein, gar nicht. Wir haben davor nur halt, nicht alle. Manche haben das HHC auch geraucht ein bisschen, aber nicht viel. Also es war wirklich. Und dann ging es immer schlechter? Ja, dann haben wir ihrer Mutter halt, da hat sie halt ihre Mutter angerufen und die hat halt ihrer Mutter gesagt, sie wusste nicht, dass da was in den Brownies drin ist, weil sie wollte halt auch keinen Ärger haben und so. Aber wir haben ja nicht gedacht, dass es danach noch zur Polizei kommt. Also sie hat es halt einfach nur ihrer Mutter so gesagt gehabt. Und dann hat halt eine Freundin, die ich angerufen habe von meinen Eltern, sie nach Hause gefahren, weil Bus und sowas ging nicht, wenn es ihr so schlecht ging. Also ihr ging es wirklich nicht gut. Und dann wurde ich irgendwann angerufen, als sie dort angekommen ist, dass sie umgekippt ist. Sie musste beatmet werden und ein Krankenwagen wurde gerufen bei ihr. Dann war sie auch im Krankenhaus, also genau wie der andere Kollege. Dann kam noch irgendwann die Polizei zu mir. Ich war immer noch komplett weggeschossen, also meine Psyche war da gar nicht mehr okay. Vor allem, ich weiß ja so, okay, mein bester Freund, das war damals noch mein bester Freund, ist im Krankenhaus, meine Freundin ist im Krankenhaus und ich bin da und komplett planlos und ich hatte auch eine riesen Dose und ich habe mir auch Sorgen um mich, Sorgen auch um die anderen gemacht und war da komplett kein Plan. Auf einmal kommt die Polizei bei mir rein und ich wusste auch gar nicht so, dass ich die nicht reinlassen muss. Also die wurde null darüber aufgeklärt. Also die haben geklingelt und dann so... Ja, dann sind die reingekommen halt. Mhm. Die haben mich gefragt, so, ja, okay, wer hat was genommen, so, bla, bla, bla. Dann kamen die halt hoch bei mir, haben dort alles nochmal durchgeschaut. Aber haben halt, ich habe denen halt dieses Gläschen mitgegeben, wo die dann halt herausgefunden hatten, dass da vielleicht sogar noch mehr, also aus dem Labor, dass da vielleicht sogar noch mehr drin war, als auf diesem Etikett,
Holy shit. Das kann ich aber jetzt nicht richtig bestätigen. Das wurde halt das, was halt allen anderen gesagt wurde, die da gefragt haben, dass da mehr als 10 Gramm drin war. Und auf jeden Fall haben die mich dann ausgefragt und alles. Und ich war da komplett wirr. Also was ich ja genau gesagt habe, weiß ich gar nicht. Und dann irgendwann kamen halt die Aussagen alles, weil die Anzeige war ja dessen, dass meine Freundin ja nicht wusste, was da drin war. Und sie ist ja auch minderjährig. Ah. Sprich, die Anzeige ging automatisch von der Polizei, weil das wurde ja im Krankenwagen, also wurde halt gesagt, so, yo, sie wusste nicht, was da drin ist, wusste nicht, was genommen wurde. Mhm. So wurde direkt die Polizei kontaktiert automatisch und es ging automatisch eine Anzeige her. Die hat sie danach auch zurückgezogen, weil sie hat dann bei den Aussagen gesagt, okay, ich wusste, was da drin war und alles, aber trotzdem ist der Prozess noch im Laufen. Aber das ist auf jeden Fall sehr interessant, weil ich mir jetzt auch am Anfang so dachte, so, hey, okay, wieso kommt es da überhaupt zum Prozess? Weil theoretisch wurde ja nicht wirklich was Illegales gemacht, weil das HHC ist legal. Auf jeden Fall hatte ich und auch mehrere danach die Symptomatiken, dass das Piepen, bei mir zum Beispiel ist das Piepen, ich habe Tinnitus seitdem. Mhm. Ich habe jetzt sehr viel gemacht, dass es halt, also ich versuche es wegzukriegen, natürlich ist er trotzdem noch da, also es bleibt wahrscheinlich jetzt lebenslänglich. Also das heißt aber, du warst trotzdem noch mehrere Tage verballert oder war wie lange warst du wieder normal? Bei mir war das halt so 2-3 Tage. Bei einem Kollegen, der auch da war, wir haben ja Matrix geschaut, zurückführend dazu. Der war danach noch so 3 Tage danach, der kommt so in der Schule an und so, yo, der war immer noch so wie gefangen in der Matrix und kam gar nicht klar, also der hat sich da so richtig Und dann hat er ein bisschen Andrew Tate geschaut und wurde dann aus der Matrix befreit, nee. Genau, aber wie ist es mit den Leuten im Krankenhaus weitergegangen, also wie lange waren die im Krankenhaus? Also der eine Kollege, der ist 3 Tage nicht aufgewacht. Holy shit, also der hat Augen zu oder wie? Ja, der ist nicht aufgewacht. Also ich weiß jetzt nicht, ob man das Koma nennt, wenn jemand nicht aufnimmt, aber ich glaube schon. Ja, ja. Also ich will es jetzt nicht Dings betiteln. Meine Freundin ging halt am nächsten Tag irgendwann mittags wieder raus, aber der ging es halt gar nicht gut. Also so körperlich und psychisch ging es halt in der Zeit, vor allem danach halt. Ja. Und was halt auch nicht nur meine Freundin und ich gemerkt haben, sondern noch ein paar andere, so Kreislaufprobleme und so, kamen dann richtig dazu. Also das war dann für mich problematisch, ein bisschen zu laufen oder so, sich viel zu bewegen. Das war dann komplett kacke. Ja, ja. Aber also jetzt ist ja hauptsächlich noch der Tinnitus da, aber der Rest hat sich wieder regeneriert oder ist noch was anderes? Ja, aber ich mache auch sehr viel Sport. Mhm. Ich kiff nicht, ich rauche nicht, ich nehme gar nichts und ernähre mich gerade sehr gesund. Sehr gut, das befürworten wir hier bei Open Mind. Oder fällt dir noch was ein? Ja, ich habe ganz am Anfang mich halt Tomatolix? Genau, ich habe ganz am Anfang Tomatolix-Videos geschaut. Also dieses eine HC-Video, wo er darüber informiert hat. Ich habe auch dein Video geschaut. Und da war ich halt so, okay, es sieht jetzt nicht so schlimm aus, wird auch nicht so im Blut angezeigt oder 50-50, keine Ahnung mehr, wie das genau war. Und ich wollte halt da ein bisschen auf der legaleren Seite bleiben, weil ich war ja da schon ein halbes Jahr clean von komplett Gras. Ich habe ja aufgehört zu smoken, weil ich hatte eine sehr schwierige Phase, in vielen Arten und Weisen, jetzt muss man nicht sagen, aber ja. Und dann dachte ich mir so, okay, bevor ich jetzt anfange süchtig zu werden, weil es gerade hart ist, höre ich lieber erstmal auf mit Gras und an sich mit Drugs. Und ja, dann dachte ich so, okay, HC, legal, kann man mal ausprobieren. Ja. Und ja, lief dann doch nicht so gut, wie es laufen sollte. Ja, oder hast du noch eine Message? Das, was mir der Polizist gesagt hat, als er gekommen ist. Ja. Raucht kein HHC, raucht wenn dann Gras. Was hat der Polizist gesagt? Ja, das hat der Polizist gesagt. Hatte der Polizist irgendwie schon mehrmals sowas ja, erlebt? Ja, die haben gesagt, dass viele Jugendliche und sowas, also dass da wirklich schon öfter so Fälle kamen und dass es halt, ich glaube, ist überhaupt jetzt noch 100% legal, weil ich habe da schon irgendwas gelesen gehabt, aber der hat auf jeden Fall gemeint, dass es öfter schon dazugekommen ist, dass da viele Jugendliche damit schon Probleme hatten. Genau, also er macht auch Rap. Ja, Trap-Rap ist so Gesang. Trap-Rap, ja. könnt ihr unten mal auschecken. Das Ganze war jetzt natürlich eine sehr anekdotische Geschichte, wo Teenager eine extreme Überdosis genommen haben. Also eine so krasse HHC-Story ist schon wirklich die absolute Ausnahme. 10 Gramm THC hätte sicher auch für eine sehr harte Eskalation gesorgt. Die meisten anderen negativen Berichte von HHC haben erwähnt, dass sie bei HHC gefühlt schneller paranoid werden oder dass es sich negativer in der Lunge anfühlt. Aber auch hier ist es schwierig herauszufinden, inwiefern das an HHC selbst oder an schlechten HHC-Pens oder schlechten Extraktionen liegt.
Wenn Leute umsteigen von normalen Joints auf 90% HHC Vape Pens, die ewig halten, ist natürlich auch der Reiz höher, dass man mehr konsumiert, was auch die Nebenwirkungen erhöht. THC ist natürlich erforschter, weshalb das Nebenwirkungsprofil dort vorhersehbarer ist. Ich habe es schon oft genug gesagt, ich bin selbst von THC jetzt nicht der allergrößte Fan. Ich vermeide THC und HHC weitestgehend und kann das nur weiterempfehlen, besonders wenn ihr noch unter 21 seid, denn da ist es besonders schädlich. Schreibt eure HHC-Erfahrungen in die Kommentare, gönnt euch einen Projektor 3000 Chill oder irgendwas anderes Geiles im Open Mind Shop. Bis dann, Peace!